Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Live zusammen mit RGB. Hallo. Hallo. Wir sind nämlich das Syndikat, deshalb müssen wir leise sein, denn leise People sind immer die Menschen, die etwas Geheimes und Böses machen, oder? Ja, genau. Und besonders intelligent. Ja, richtig. So, wir wollen euch mal ganz kurz zeigen, was wir gerade hier am Machen sind, Geheimes. RGB, lass uns mal ganz kurz von wo starten? Von außen starten. Lass uns von außen starten. So, das habt ihr alles nicht gesehen. So, ihr werdet jetzt geblitzdingst. Okay, gut. So, und jetzt nochmal. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Live zusammen mit RGB. Hi. Hi. So, wir wollen euch heute etwas mal zeigen, was wir gebaut haben, und zwar das Syndikat. RGB, lass uns ruhig mal beginnen hier bei der Eingangstür. Das war ja deine Idee, die du ja hattest, wie man hier reinkommt, und zwar? Ja, du hast sie dezent überarbeitet an... Alter, man muss sich diese Animation echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ist geil, ja. Das sieht schon echt nice aus. Und dass das jetzt da liegen bleibt, ist nicht schlimm. Der Schaufen kommt ja wieder zurück. Zack. Und es ist so witzig, denn es passieren zwei Sachen. Die Wand geht runter und gleichzeitig klappt das ganze Ding um. Und das ist übelst der Brain. Der Brain hier. Also echt heftig. Crazy Technology. Crazy Daisy. Ja, und hier drin geht dann quasi das Ganze als Tür zu. Ich finde das total cute. Man könnte theoretisch noch hier Glas reinsetzen von innen. Was meinst? Also hier jetzt, oder? Mhm. Dachte ich mir. Könnte man drüber nachdenken. Naja. Geh mal kurz zum Fahrstuhl, wenn ich dich da einfach so hinbitten darf. Denn es gibt natürlich noch einen zweiten Eingang ins Syndikat. Und ich zeige euch mal gleich, welcher Eingang. Diesmal nicht wie bei Blizzard, wartest du einfach mal kurz eben. Das wirst du den Knopf drücken. Und dann... Okay. Oh Mann, ey. Okay. Aber Blizzard scheint es bis heute noch nicht gemerkt zu haben. Also die Panda-Figur steht da immer noch. Ja, er hat ihn nur den Kopf abgerissen, aber sonst... Ach so, da haben wir uns jetzt gerade einander vorbeigeredet. Ich dachte, du gehst jetzt unten zum Fahrstuhl und kommst dir so ganz lässig hochgefahren. Ach so, okay, Moment. Ah, okay. Dann gucken wir nochmal, liebe Zuschauer. In der letzten Folge haben wir hier die Hausrobos gebaut. Und ich habe eine Sache geändert. Und zwar immer, wenn der Fahrstuhl gerufen wird, auf dieses Stockwerk fährt hier ein Hausrobo los, sodass quasi immer hier Leben auf dem Stockwerk ist. So, jetzt sehen wir, RGB ist da unten angekommen, oder? Moment. Ich gehe gerade ins Syndikat rein. Sie sieht gerade ganz normales Büro. Ne? Alles ist in Ordnung, keine Probleme. So, und jetzt achtet mal, was passiert. Du darfst ihn nur einmal holen, den Fahrstuhl, dann kommt er. Okay. Achtung. Zack. Es ist geil. Es ist richtig geil, wie man, boah, Alter, das ist so übelst. Verneiget euch vor dem Imperator. Aber geht das hier nochmal? Geht das nicht richtig auch? Kann man das nicht irgendwie machen? Ich glaube nicht. Aber Sneaking ist okay. Verneiget euch vor dem Imperator. Da. Ja, ist nice. Okay. Ich fahre wieder runter. Gut. Kommst du mit? Warte mal kurz. RGB, das sieht, glaube ich, ziemlich lustig aus, wenn man hier so auf dich zurennt. So. Okay. Gut. Auf geht's nach unten. Das Büro verschwindet. Oben würde man jetzt denken, es ist alles in Ordnung, ne? Und dieser Geheimraum verschwindet. Es geht dann hier nach unten. Ups. Und wenn zwei Leute auf der Plattform sind, gibt es immer ein bisschen Ärger. Dann sind wir hier unten angekommen. Das ist unser geheimes Labor. Da vorne ist der Eingang von vorhin. Und wir sind gerade dabei, das Labor ein bisschen einzurichten. RGB hatte eine ziemlich coole Idee hier mit diesem Raum. Mal rein. Was ist das hier für ein... Ist das hier die geheime Anbaustelle für... Das ist ein Zuchtraum. Hier werden deshalb ist das hier oben grün, hier werden die Pflanzen radioaktiv bestrahlt, um Mutationen hervorzurufen, um dann quasi bessere Pflanzen zu machen. So wird das in Wirklichkeit auch gemacht. Wollen wir nicht eventuell Endrots hier oben hinmachen, weil die droppen ja so ganz langsam weiße Partikel und die fallen dann runter. Das würde, glaube ich, auch nicht schlecht aussehen, oder? Ja. Könnte man die nicht noch irgendwie da dran machen, noch zusätzlich? Ja, ich kann mal welche holen. So, und ich finde das cool gemacht mit dem Luft einfach, dass hier so Luft reingeht und Luft rausgeht. Das ist echt ein nettes Detail. Heute in der Folge möchte ich gleich mit euch eine sehr coole Tür hier bauen. Aber eins habe ich auch noch eingebaut als kleines Detail. Und zwar, hier ist eine Kurbel. Und wenn man an der Kurbel dreht, dann kommt hier auf diesem Labortisch ausgefahren einmal ein paar Kisten. Und in die kann man dann verschiedene Sachen reintun. Und das Ganze natürlich dann auch wieder im Boden verschwinden lassen. So.
Also, heute soll es um eine innovative Tür gehen. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Und ich gebe euch jetzt mal ganz kurz eine kleine Tutorial-Anleitung für diese Tür, wie man diese Tür bauen möchte. Super einfaches Design, sieht aber... Oh, well, that's unfortunate. Super einfach, oder? Ja. Du meintest ja, du machst es in 2 Sekunden fertig, oder? Ja, ich habe da was nicht ganz zu Ende gedacht. Und zwar, dass Minecraft ja die Freundlichkeit hat, Dinge nicht richtig rendern zu wollen. Ja. Und das ist nicht gut. Dem kann ich zustimmen. Es ist gar nicht gut. Oh Mann, wir haben uns viele lustige Ideen gemacht, ne? Bezüglich auch, was man mit dem Panda machen kann, da haben wir uns überlegt, könnte man so eine kleine, also nachdem wir ein paar sehr unschöne Sachen herausgefunden haben, haben wir uns überlegt, man könnte eine kleine Panda-Waschanlage bauen, sehr süß. Mhm. Wir hatten noch einige Sachen gemacht, über die wir nicht reden wollen. Aber das ist jetzt ja ärgerlich, weil eigentlich sollte dieses Minecart hier gedreht sein. Es kann sein, dass das nicht mehr klappt. Nein. Ah, sonst müssen wir einen Glasblock da reinsetzen. Mit der Glasscheibe haben wir echt ein Problem gerade. Und zwar, das hat was damit zu tun, wie Minecraft die Sachen handelt. Wir müssen es mit einem Glasblock machen, RGB. Weil die Glasscheibe, es könnte genau das passieren, wenn der Server neu startet, dass die Glasscheibe um 90 Grad gedreht wird. Und dann 90 Grad gedreht in der Tür drin sitzt, wenn wir Pech haben. Das liegt daran, wie Minecraft Entitäten handelt. Aber naja, das ist auf jeden Fall die Tür. Ja, okay, gut. Egal, lass uns das mit Glasblöcken machen, da kann nichts schief gehen. Da soll nichts kaputt gehen. Aber dann lass uns die schicken Glasblöcke nehmen aus dem Labor, okay? Aus. Ja. Okay. So. Also, pass auf, Leute. Zunächst müssen wir hier Schienen hinmachen und Assembler hinmachen. Ich habe die meisten Sachen schon dabei. Kannst du normale Schienen mitbringen? Ich habe normale Schienen dabei. Noch besser. Gut, also das Minecart soll später perfekt hier stehen. Auf dem Minecart ist drauf das drauf und das noch. Okay, also das Minecart steht später hier. Das heißt, ich mache es mal ganz kurz hier so einen kleinen Bereich. Die Tür wird nach rechts aufgehen am Ende. Das heißt, wir müssen jetzt nur das Minecart also einmal hier hinbewegen. So, Assembler, Schiene. Jetzt kannst du das Minecart schon mal gleich platzieren da drauf, auf die linke Schiene. Auf die linke? Ja. Okay. Siehst du, wenn ich die Schiene so platziere, das Minecart, siehst du, das würde nicht funktionieren. Bei uns wäre genau das gleiche Problem mit dem Laden. Ärgerlich. So, da kommt jetzt das drauf. Dann kommt da eine... Nein, andersherum. Jetzt habe ich noch nicht mehr Schaufel dabei. Ich muss es mit der Spitzhacke ganz erbärmlich abbauen. So, jetzt musst du einmal darauf das Glas setzen. Auf den Block da drauf? Ja. Ja, mit Superkleber, ne? Ja, nicht, es muss ein Glasblock sein, ne? Nee, kein Superkleber. Ja, nee. Einfach drauf setzen. Glasblock, keine Paints? Funktioniert nicht. Nein. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe eine Paint hingemacht. Hä, aber warum ist die so verglitscht bei mir? Weil die untere keinen Kontakt links und rechts hat und die obere Kontakt zum linken. Aber wie hast du die untere denn hier hingekriegt? Ich habe die einfach draufgesetzt, wenn die keinen Kontakt zu irgendwas hat. Also die hat nach hinten Kontakt. Ist schon alles richtig so. Also dann war bei mir gerade ein Grafikglitch. Krass. Irgendwas ist gerade schief gelaufen. Nee, wir dürfen keine Glaspanes nehmen, RGB. Es funktioniert ja nicht mit Glaspanes. Wir müssen wirklich für solide Glasblöcke nehmen. Aber... Es funktioniert nicht. Aber warum geht das nicht? Weil die sich sonst drehen. Wenn du es möchtest, kannst du mal meinen Stream reingucken. Das Problem ist, das Minecart falsch geladen wird, dann ist die genau andersherum gedreht und dann haben wir ein Problem. Okay, ich hole eine Scheibe. Wir müssen die coole Scheiben nehmen. Es ist schade, Leute. Ich würde ja auch lieber eine Glasscheibe nehmen, aber das Problem ist, wenn die um 90 Grad gedreht ist, sieht die Tür richtig schofel aus. Andererseits ist mir gerade eine coole Idee für eine Drehtür gekommen. Naja. Sieht trotzdem cool aus, selbst mit Glas. Ja, ich habe halt Angst, dass das dann ein bisschen da durchglitscht. Nein. Wir werden sehen.
Ach so. Oh, ich verstehe, was du meinst. Wir können es ja versuchen. Wollen wir es versuchen mit einer Glasscheibe auf das Risiko hin, dass das nicht funktioniert? Ja, wir können es ja auch mit einem normalen Glas probieren auf das Risiko, dass es nicht funktioniert. Lass uns eine Glasscheibe nehmen erstmal. Du hast recht. Es ist das Glitschen, an das Glitschen habe ich gar nicht gedacht. Mach mal drauf. Okay. Warte. Genau, die haben sich jetzt verbunden. Ja. So, da steht unser Minecraft. Okay, das funktioniert schon mal. Ja, das funktioniert. Klar. Bis hierhin ist alles gut. Nur das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt zwei Kolben brauchen. Ich hol mal kurz die Sachen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Okay, wir haben alle Sachen organisiert. Ich habe mal gerade ein kleines Experiment gemacht. Also, die Tür ist jetzt hier perfekt. Komm mal her, RGB, dass du mein Augenzeuge bist. Mhm. Wir müssen jetzt einmal irgendwie versuchen, diesen Server hier neu zu starten. Wir nehmen mal versuchen mal kurz Kontakt mit Blizzard aufzunehmen. Und zwar muss der Server einmal neu gestartet werden. Und wenn die Tür dann immer noch in dieser Position ist, dann ist alles gut. Ich würde wetten, dass die Tür nicht mehr in dieser Position ist. Wir fassen die Tür nicht an und versuchen eben, den Server neu zu starten. Bis gleich. Da sind wir wieder. So, der Server wurde nun neu gestartet. Also, ich habe nichts an der Tür gemacht. Wir hatten gerade überlegt, ob man das Problem anders lösen kann. Aber jetzt kommt der große Moment, wenn wir den Server treten. Hat sich die Tür gedreht? Ich würde wetten, ja. Wenn nicht, haben wir Glück gehabt. Habe ich das Minecart von der Schiene runtergenommen? Oh, kann sein, dass wir den Server gleich nochmal neu starten müssen. Was? Ich glaube, ich habe vergessen, das Minecart von der Schiene runterzunehmen, oder? Kann das sein? Ja, das Minecart steht noch auf einer Schiene. Ist das falsch? Ja. Server ist kaputt. Ja, es ist kaputt. Dann ist der Server kaputt gemacht. Das war's. Das ist mein Inception-Hack. Ja, oh Gott, die Server brauchen immer so lange, um hochzufahren. Ne, nee, eigentlich nicht. Also für drei Mods bin ich schon ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt wirklich sehr seltsam. Ich glaube. Server is still starting. Please wait before reconnecting. Okay. Das bedeutet, er müsste jetzt gerade in der Stadtroutine sein. Gut. Also, jetzt sind wir drauf und. Ja, lol, aber ich habe die Schiene nicht abgebaut, ne? Oder? Habe ich die abgebaut? Okay, that is nice. Okay. Okay. Es hat sich nicht gedreht. Dann, RGB, haben wir dann doch kein Problem mehr. Dann können wir es tatsächlich machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum sich das nicht gedreht hat. In meiner Singleplayer-Welt dreht sich jedes Mal, wenn ich die Welt neu starte. Ich habe es ausprobiert, Leute. Ich lüge nicht. Tja, vielleicht ist das in der Create-Mod anders. Hä? In der Create-Mod? Natürlich. Du Mensch. Hier, schau. Guck mal. Der macht so. Dann ist die Tür offen. Und der macht so. Dann ist die Tür zu. Ah, ist gut, ne? Du hast es so jetzt gemacht. Ach so, in der Singleplayer-Welt mit der Create-Mod. Okay, ich verstehe schon. Na schau, er versteht. Mm. Versteht er meine Sprache? Ja, er versteht meine Sprache. So Leute, der Rest ist denkbar einfach. Und zwar machen wir einmal ein bisschen Licht hier. Machen wir ein Körbchen. So ein Körbchen mal hier. Wir dürfen das Minecart nicht berühren. Au. Oh. Drei. Jump. Jump. Und damit ist sie fertig. Die wohl krasseste Tür, die man bauen kann. Nee, ist ein schönes Detail, wirklich. Gar nicht mehr so kompliziert von der Technik her. Komm, das ist nicht kompliziert, Leute. Wenn ihr sagt, dass das kompliziert ist, ja, dann ist Hopfen und Malz mit euch verloren. Das ist höchst kompliziert. Alter RGB. Ich Vollidiot hab die Tür an der richtigen Stelle gebaut. Alles gut. Okay. Ja, dann bau mal eben kurz den Boden hier auf. Hast du Concrete gerade dabei? Nö. Warum war ich jetzt ausgebaut? So, jetzt noch das Ganze zubauen, liebe Leute. Und die Tür ist fertig, RGB.
Müssen wir mal gucken. Warte. Ja, ich komm mal. Alter. Nice. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Geil, ne? Very geil. This is very good. Very good. This is ja very good. So. Oh, da kommen immer mehrere raus. Ja, nice. Dann zack, zack, zack. Komm, komm mal durch die Tür durch. Man kann auch schnell durchgehen. Das ja, ist ja. Gut. Ich muss hier für Thumbnail. Okay, gut. Nice, das ist auch schön. Ja, cool, Leute. Holst das heißt, wieder den Stoff hier raus. Wir sehen, wir kommen hier echt gut voran. So ein Labor. Wir haben hier unseren Pflanzenraum. Hier pflanzen wir die guten, gesunden Pflanzen an, die wir dann später in unser AKW reintun. Na, wie gesagt, streng genommen wird das in Wirklichkeit ganz genauso gemacht. Ich glaube, ich finde es, glaube ich, noch cool, wenn wir noch hier eine zweite Tür machen. Ja, okay. Und einfach, um mehr Möglichkeiten zu bieten. Mhm. Ja. Ja, fühle ich. Ne? Ja. So, und hier ist dann der Durchgang und hier geht's dann raus. Ja, ist schon cool. Sehen wir. Soll ich die Glasscheiben von der Seite auch grün machen oder ist das hier okay mit dem Dunkeln? Was meinst du? Ich würde es mit dem Dunkeln, aber das können auch die Zuschauer entscheiden. Oh, ich bin total zufrieden. Das ist keine Drogenplantage, Leute. Was denkt ihr immer von uns? Ja, also das ist für den Essen gemacht. Das ist, um den Welthunger zu bekämpfen. Ja, die Wacht, da wächst nämlich an den Bäumen, wächst eine Melone dran. Eine 100x100 Meter Melone. Okay, jetzt wird's wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, bis bald und ciao, Leute.